erzählen, was mir heute passierte. Ich fühlte mich matt, doch schlafen konnte ich nicht. Da fand ein Mittel, ich das mich kurierte. Ich las vom Reichstag irgendeinen Bericht. Setz mich beim Lesen hin, wohl auf das Kanapee. Und nach 12 Zeilen blieb ich ein Juppé. Wissen Sie, was mir geträumt hat? Ich träumt, die Wahlen seien zu Ende. Es gab fast lauter Sozialisten. Statt Hagen war der Präsident. Ich seh's auf der Tribüne, schaut runter in den Reichstagssaal und sehe mit erstaunter Miene die erste Sitzung nach der Wahl. Dreimal 100 Sozialisten traten in den Reichstagssaal. Und indem sie sich begrüßten, sangen alle den Choral. Morgenrot, Morgenrot, blau und schwarz, das ist jetzt tot. Gestern noch auf stolzen Rossen, euch verdrängt von den Genossen. Gestern blau, was morgenrot. Mank und Mank ist keiner Mank, der nicht Mank und Mank gehört. Ja, die Sozialisten saßen keck auf der Eck, auf dem Fleck, auf der Mitte von der Bank. Die anderen waren auch ganz weg von der Eck, von dem Fleck, von der Mitte von der Bank. Man zeigt nach, ja man zeigt nach und nach immer höher, wurde rot, immer mehr, der ganze Reichstag kam mir vor wie das Rote Meer. So lebten wohl, du stilles Haus, rief manches frühere Mitglied aus. Muss ich denn in die Fremde hinaus und so mein Platz bleibt hier. Und wer von den Feudalen noch übrig blieb im Haus, sah sich den linken Nachbar an und rief voll Schrecken aus. Ich hab einen Kameraden, was will der Bruder hier? Er sitzt jetzt dicht daneben, kann ihm die Hand nicht geben. Sein Wahlkreis kommt mir für, als wäre ein Stück von mir. Gibt kein schöneres Leben als das Reichstagsleben, schrien die Sozis alle mit Gebrüll. Wir sind die Ersten hier, das macht uns viel Pläsier, da plötzlich klingelt es, nun wandelt es still. Jetzt kommt das Hagen, der Präsident, nun war's zu Ende mit dem Gesang. Nun wurde gleich der Lärm geringer, es wurde still im Reichstagszwinger. Dann speit das doppelt geöffnete Haus die ganzen Minister auf einmal aus und herein mit bedächtigem Schritt saß Hagen drin. Das Hagen begrüßt die Versammlung mit stolzer Verneigung, macht nach der Hofloge eine ganz leichte Verbeugung, nimmt Taschentuch raus mit rotem Rand, nimmt dann den Vorwärts in die Hand, denn der macht alles jetzt bekannt, was sonst im Reichsanzeiger stand. Dann fragt er, seid ihr alle da? Und da antworten sie alle ja. Wir sind die Ersten, wir gehen voran. Wir haben jetzt hier das erste Wort, der Ledebur vom Kant. Mit der Würde, die ihm eigen, rief Herr Ledebur nun aus. Als Bedingung Nummer 1 fordere ich heute das Fleisch des Schweins. Lass die Grenzen offen sein, lass die fremden Schweine rein. Dass man nur die deutschen Schweine duldet, sei nicht mehr der Brauch. Nicht die eigenen nur alleine, nein, die Fremden wollen wir auch. Dann sagte Herr Hahn mit Gekreis, O Ledebur, red nicht vom Fleisch. Kindhoffe Pflanzen wie meine Frau, die füllen den Ranzen grad so genau. Ob Rindkotelett, ob Kalbskotelett, ein guter Hahn, der wird selten fett. Wenn hier ein Topf mit Bohnen steht und da ein Topf mit Brühe, dann piekt der Hahn die Bohnen auf, dann pfeift er auf die Brühe. Nun fing das Hagen an, wir gehen zu Sachte ran. Was plagen wir uns heut mit solcher Kleinigkeit? Wir sind die Ersten hier, aufs Ganze gehen wir.
teilen radikal das Kapital. Wir schaffen Ordnung auf der Welt, wir teilen heute das ganze Geld mit jedermann in jeder Stadt den gleichen Haufen an. Da riefen von der Höhe die Leute laut Juche und Rosa Luxemburg, die schrie herunter von der Galerie, geht her, ich hab nichts mehr, man ringt umher. Die Rosa Luxemburg hat ganze Geld verjuckt. Stille, stille, kein Geräusch gemacht, da sah der Herr von Heidebrand von rechts an Vater gedacht. Was Herr Stadthagen hier vorgeschlagen, das wollen wir tun, ganz ohne Sagen. Wir üben Treu und Redlichkeit und teilen unser Geld noch heut. Nur einen Vorschlag hätt ich dann, wir fangen beim Präsidenten an. Da hob Stadthagen seinen Finger und sprach, was redet ihr da für Dinger? Der Antrag, der ist heut gestellt, der handelt nur von Fünfchengeld. Jedoch mein Geld habe ich von früher. Und was wir haben wir. Von heute ab wird aufgetischt, doch fürs Gewesene ewig nicht. Da senkte Herr Stadthagen seinen Finger und dann ging er. Tra ra ra bum je, nun sieh man ab und weh. Kapitakel ringsumher, rechts und links um Kreuz und quer. Selbst Herr Oldenburg kam an mit nem Leutnant und 10 Mann. Es gab nen Riesenkraft, ich wurde wach. Und ich sah, dass ich geträumt hat, darum sag ich frei heraus, war ein Scherz, wird nie passieren, in Wirklichkeit sieht's anders aus. Thank you.